Ja, ihr Lieben, ich bin's nochmal. Ich habe eine kurze Frage an euch und zwar, ja, ich brauche, glaube ich, mal eure Hilfe. Vielleicht habt ihr ja Ideen, was man da machen kann. Und zwar, es geht um das Catrice Infinite Matte Make-up, ist ja auch egal, in der hellsten Farbe. Und wie ihr seht, bin ich jetzt hier schon am letzten Rest. Und ja, es ist relativ zugesaut. Ich habe jetzt da schon mehrmals aufgeschraubt und den Spatel verwendet. Und danach ging auch zeitweise dieser Pumpständer wieder. Aber jetzt zur Zeit hakt der halt eben, es kommt nichts mehr raus. Und ja, meine Frage ist, ich habe es mir jetzt auch schon neu nachgekauft, aber ich finde es auch irgendwie zu schade, so wie es jetzt in diesem Zustand ist, es wegzuschmeißen, weil es kommt ja immer noch ein bisschen was raus. Aber habt ihr vielleicht eine Idee, wie man diesen letzten Rest aus diesem Make-up irgendwie aus so einem Glastiegelchen noch rauskriegen könnte? Bei Plastikverpackungen ist das Ganze ja gar kein Problem. Dann schneide ich das Produkt auf und kratze den allerletzten Rest aus. Aber wie soll ich das in so einer Glasflasche machen? Soll ich die Glasflasche kaputt schmeißen und da den letzten Rest rauskramen? Ist ja auch lächerlich. Also von daher, ich habe es jetzt schon wie gesagt, mit dem Spatel versucht, da immer wieder so ein paar Sachen aufs Gesicht mit dem Spatel aufzugeben. Das funktioniert auch recht gut, aber man kommt irgendwie nicht so an den letzten Rest so irgendwie so richtig, wo man drin rumwühlen kann, so ran. Und dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit, als den Spatel immer wieder mal ein bisschen, weil der ist manchmal auch verstopft, frei zu machen. Und dann kriege ich noch mal einen halben oder einen Pumpstoß halt eben raus. Und ja, ich möchte das Make-up aber auch so nicht wegschmeißen. Falls ihr Tipps habt, wie man dieses Make-up noch leer machen könnte, wäre ich euch für eure Hilfe sehr, sehr dankbar. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich über eure Hilfe, weil sonst müsst ihr es so in den Papierkorb hauen und in den Müll hauen, nicht in den Papierkorb. Und das wäre echt schade und für mich absolute Geldverschwendung, weil es hat jetzt über ein Jahr gehalten und ja, ich möchte es so nicht wegschmeißen. Ich habe es mir gestern schon neu gekauft. Ich hänge auch an diesem Make-up und ich möchte Produkte wirklich bis zum letzten Tropfen irgendwie aufgebraucht kriegen. Ja, das war mein kurzes Statement. Ich hoffe, ihr könnt mir da irgendwie weiterhelfen und ja, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao, ihr Lieben.